Du, wie war die Wachen? Bisschen was mitgekriegt? Ölaktivisten haben das Van Gogh-Bild, sag ich mal, beschmutzt. Oder Klimaretter, ja. Wenn man zuerst nicht sicher war, war das moderne Kunst, weißt schon, so wie Nietzsche. Vor allem auch das mit der Tomatensuppe ist mir komisch vorgekommen, weil weißt schon, da wir gleich ein bisschen an Andy Warhol denken. Also ich habe zuerst gedacht, das ist ein Künstler und dann na, ist er doch Klimaretter, Ölaktivisten. Ja, gegen Öl und gegen Gas anscheinend. Mhm. Und die Demonstration quasi hat sich darauf heruntergebrochen, dass sie eine Tomatensuppe auf das Bild geschüttet haben. Ja, weil es ein Ölbild war vielleicht. Das der Kritik des Öls, weil irgendwie habe ich es nicht ganz verstanden, was Van Gogh dafür kann. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Der arme Van Gogh. Die Aktivistin mit den rosanen Haaren, die hat ja gesagt, dass man es sich nicht mehr leisten kann, sogar diese Suppe quasi sich zu wärmen. Fuel is unaffordable to millions of cold, hungry families. They can't even afford to heat a tin of soup. Und ich denke, ich hab's nicht ganz hinterfragt, nicht ganz verstanden eigentlich. Aber was die Klimaaktivisten anscheinend machen, ist, egal was sie machen, wurscht, ob jetzt sie Öl auf ein Ölbild schütten oder Tomatensuppe, sie picken sie mir auf jeden Fall danach an die Wand. Ja, richtig. Das ist geil. So. Ja, stimmt. Das habe ich aber auch gelesen, die Aktivisten, die sie auf die Straßen gepickt haben. Ja. Das finde ich einmal sehr eigenartig, was das ist. Erstens finde ich es gefährlich und zweitens, ich weiß nicht, was kann der Autofahrer dafür? Übrigens, in den Kommentaren habe ich gelesen, so sehr lustig, wieso eigentlich nur Rechte auf Demonstrationen sind, weil sie die Grünen auf der Straße festbicken. Was, die kommen nicht so weit. Warum ich hier im zivilen Widerstand bin, das hat den einfachen Grund, dass ich schon alles andere versucht habe. Ich habe Petitionen unterschrieben. Ich war auf Demos. Nichts davon hat funktioniert. Die Rechten gängen auf die Straßen, die Linken picken sie fest. Ja, scheinbar ist das so. Schön. Also der einzige Weg ist eigentlich, die Bevölkerung zu überzeugen. Und ihr überzeugt hier niemanden. Die hassen euch alle. Weil die kommen nicht zur Arbeit, die kommen nicht zu ihrer Familie, die haben Stress mit ihrem Chef. Aber können Sie das Ziel denn verstehen? Natürlich verstehe ich das Ziel, absolut. Die Intention ist ja richtig, ist absolut korrekt. Aber der Weg ist falsch. Und zwar so falsch, dass er kontraproduktiv ist. Und die Regierung wird gezwungen zu handeln. Weil ja, das glaubst aber auch nur du. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!